Von Horrible Guild kommt ein unfassbar witziges Rollenspiel, bei dem du die Würfel nicht würfelst, du wirfst sie. Willkommen bei One More Quest, einem auf Geschicklichkeit basierenden System in der Welt von Dungeon Fighter, welches deinen geliebten Rollenspielabenteuern einen besonderen Twist gibt. Reise nach Mittelburg, eine Welt, die von faulen Herrschern und seltsamen Kreaturen bevölkert wird. Und Drachen, die kurz vorm Ruhestand stehen, super heiße Sirenen und glitschige Frösche auf der Suche nach Liebe. Schlüpfe in die Rolle der Dungeon Fighter, einer bunt zusammengewürfelten Bande von Versagern und Verzweifelten, die hier durch Pech oder merkwürdige Motivationen gelandet sind. Die Spielregeln sind einfach. Wenn du eine entscheidende Aktion ausführst, wirfst du einen Würfel so, dass er so nah wie möglich in der Mitte des Ziels landet. Für jede Aktion gilt eine spezielle Wurfanforderung. Du kannst einen Schurken spielen, aber kannst du auch wie ein Schurke spielen? Verstecke dich vor einer Wache, indem du von unter dem Tisch wirfst. Lenke den mickrigen Goblin ab, indem du dich beim Würfeln drehst. Und ramme dir deinen Weg durch den Kerker, indem du auf den Tisch schlägst. Jede Situation ist einzigartig und bietet eine große Auswahl an Kombinationen. Die Spiele werden von einem Supreme Dungeon Mastermind geleitet, der das Spiel erzählt und für die Nichtspielercharaktere spricht. Das Regelwerk ist sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für erfahrene Rollenspieler konzipiert. Perfekt, um mit Freunden über diese unerwarteten Ansätze klassischer Fantasy-Szenarien zu lachen. Wähle zwischen Dutzenden von Kulturen, Klassen, Archetypen und Motivationen, um deinen Helden einzigartig zu machen. Wird sich deine Klerikerin von den Göttern abwenden, um eins mit dem Groove zu werden? Erfüllst du den Kindheitstraum deines Kriegers, einen romantischen Liebesroman zu schreiben? Lege nur nicht zu viel Wert auf Empathie. Du wirst viele andere Fertigkeiten brauchen, wie Widerstehen, Schleichen, Arcana oder Charme. 24 Grundfertigkeiten, die sich auf 6 Attribute verteilen, bilden den Kern der Fähigkeiten deines Helden. Deine Feinde sind möglicherweise auch nicht die Tapfersten. Es gibt Dungeon Overlords, wie zum Beispiel Slumbesitzer, die ihre Monstermieter mit überhöhten Mieten abzocken. Oder ein Gremium von Anteilseignerzauberern, das zwischen realitätszerstörenden Ritualen und der Büropolitik des Kerkers wechselt? Ihre Untergebenen? Ahnungslose Manotauren, halb Mensch, halb Kuh. Ferngesteuerte und extrem unzuverlässige Skelette. Schwarze Ritter, die mitten in einer Teenager-Rebellion stecken. Es gibt eine Menagerie von Monstern, jedes mit einem amüsanten Twist, während sie deinen Helden dennoch in den Hintern treten. Ein Hardcover-Buch mit mehr als 300 Seiten und durchgehend farbiger Gestaltung. Bereise eine Welt mit 20 verschiedenen Regionen, Biomen und Kulturen. Wandere von Dorf zu Dorf auf der Suche nach der epischsten Aufgabe. Oder der einfachsten, wenn du heute wirklich faul bist. Wähle aus einem Arsenal von Waffen und Artefakten. Krieche in die Höhle eines Nekromanten und entfessle deine ganze Kraft auf Legionen alter Knochen. Und wenn du es nicht bis zum Ende des Dungeons schaffst, räumst du vielleicht wenigstens die Räume des Overlords auf. One More Quest. Das Spiel, bei dem du die Würfel wirklich wirfst.